Spinatauflauf mit Kabeljaufilet, Zutaten für 4 Personen bzw. für 4 Formchen, Klammer auf 10x17 cm, Klammer zu, für den Teig, 450 Gramm Mehl, eine Prise Salz, 1 Ei, 300 Gramm Butter für den Belag, 400 Gramm frische Blattspinat, eine Schalotte, eine Knoblauchzehe, 20 Gramm Butter, 6 Eier, 150 Gramm Schmand, 50 Gramm Hartkäse, frisch gerieben 400 ml Sahne, Klammer auf mindestens 30% Fett, Klammer zu, frisch gemahlener Pfeffer, frisch geriebene Muskatnuss, 600 Gramm Kabeljaufilet, küchenfertig und ohne Hautmehl, Klammer auf für die Arbeitsfläche, Klammer zu, Butter, Klammer auf für die Form, Klammer zu, Zubereitungszeit, 40 Minuten Kühlzeit, 30 Minuten Backzeit, 30 Minuten 1. Das Mehl mit dem Salz mischen und auf eine Arbeitsplatte häufen. In die Mitte eine Mulde drücken, das Ei hineinschlagen und die Butter in Flöckchen um die Mulde herum verteilen. Mit den Händen rasch zu einer glatten Teig verarbeiten, zu einer Kugel formen und in Frischhaltefolie, gewickelt 30 Minuten in den Kühlschrank legen. 2. Den Backofen auf 180, Klammer auf Ober- und Unterhitze, Klammer zu, vorheizen. 3. Für den Belag den Spinat verlesen, putzen, waschen und trocken schleudern. Die Schalotte und den Knoblauch schälen und fein hacken. Die Butter in einem Topf zerlassen und darin die Schalotte sowie den Knoblauch glasig andünsten. Den Spinat dazugeben, zusammenfallen lassen, den Topf vom Herd nehmen und den Spinat abkühlen lassen, dann auf einem Brett fein hacken. 5. Die Eier mit dem Schmand, dem Käse und der Sahne verrühren uns mit Salz, Pfeffer und Muskat würzen. Den Fisch waschen, trocken tupfen und in 4 gleich große Stücke ehlen. Mit Salz und Pfeffer würzen. Den Teig in 4 gleich große Portionen teilen. Jede Portion auf eine gemehlten Arbeitsfläche in Größe der Förmchen ausrollen. Die Förmchen Butter einfetten und mit dem Teig auskleiden. Dabei einen Rand hochziehen. Den Spinat auf dem Teig verteilen, je ein Fischstück darauf setze, JC mit der Eiersahne übergießen. Im vorgeheizten Ofen 25 bis 30 Minuten braun backen, herausnehmen und sofort servieren.